Hallo bei Incap Japan. Heute möchte ich euch einen Füllfederhalter aus China vorstellen, und zwar den Hongdian A3. Und hier ist das gute Stück. Also, ich will euch kurz sagen, wo ich ihn her habe, was ich dafür bezahlt habe, wie die Bestandteile sind, aus welchem Material er ist. Danach würde ich euch darüber berichten, was mir ganz gut gefällt an ihm, was mir nicht so gut gefällt. Dann machen wir eine Schriftprobe und zum Schluss möchte ich ein kurzes Resümee ziehen, was dann auch beinhaltet, würde ich euch den empfehlen oder mir den auch selber vielleicht nochmal kaufen, wenn ich jetzt schon das Wissen gehabt hätte, oder würde ich es eher nicht tun. Ja, dann starten wir gleich mal. Das ist er, der Hongdian A3. Es ist ein Füllfederhalter, komplett aus Metall. Wie ihr hier sehen könnt, ist er hier auch entsprechend bearbeitet, sodass er auch gut in der Hand liegt. Solche, ich sag mal, umlaufenden Linien mit Gravur am Schlussstück der Kappe könnt ihr sehen, dass er beschriftet ist mit Hongdian. Und wenn ich ein Stück weiter drehe, kommt die Modellbezeichnung A3. Also alles in allem sieht er sehr, sehr edel aus. Der Clip natürlich auch aus Metall. Ganz interessant und sehr schön gearbeitet, wie ich finde. Das Abschlussstück der Kappe mit drei kleinen Drachen drauf. Also da hat sich jemand viel Mühe gegeben. Oft findet man ja da nur einfache Abschlussstücke. An der Gegenseite silberglänzend. So, jetzt sieht man es gut. Silberglänzendes Metallstück. Sehr funktional gearbeitet. Ja, die Kappe selber, hier nochmal mit Blick nach innen, ist eine Steckkappe. Es sitzt fest, aber nicht zu fest. Und ihr hört es am Klicken. Schließt auch gut, hat kein Spiel. Also ein sehr schöner Füllfederhalter. Das Griffstück finde ich jetzt auch sehr interessant. Wenn ihr mal genau schaut, seht ihr da eine feine Riffelung. Das ist für ein Metallgriffstück die für mich beste Möglichkeit, dem Rutschen bei Metallgriffstücken entgegenzuwirken. Also ich hatte noch nie ein Teil, welches so gut in der Hand lag und sich so gut hielt wie dieser Hongdian A3. Also das ist den Herstellern wirklich gut gelungen. So, dann möchte ich euer Augenmerk nochmal auf die Feder richten. Die finde ich auch sehr gut gearbeitet. Im Ganzen Hongdian, unten der Name, dann so eine kleine Rakete, die zu dem Planeten oben drüber aufbricht. Und ich stelle nachher noch ein paar Fotos auf meiner Website dazu ein, da könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen. Ja, die Feder ist eine Stahlfeder, wird vom Hersteller als feine Feder angegeben. Ich kann euch aber schon sagen, dass sie für eine feine Feder sehr feucht schreibt. Und von der Strichstärke würde ich sie eher im Bereich einer mittleren Feder ansiedeln. Dann seht ihr auch hier gleich schon einen Teil, der mir oder den ich als einzigen Negativpunkt anmerken muss. Ihr seht hier die leicht blaue Farbe. Das ist beim Befüllen der Tinte entstanden. Aber ich kann euch auch sagen, das geht wieder weg. Aber es ist am Anfang so, dass es schon ein wenig störend ist. Aber wie gesagt, ist nicht auf Dauer und greift sich wieder ab. Also dafür braucht ihr auch keine Bedenken davor haben. Ja, der Füllfederhalter wird mit einem, wie so oft bei chinesischen Füllfederhaltern, mit einem Konverter geliefert. Ich habe ihn hier schon mal befüllt. Und ja, der Füllfederhalter selber ist recht leicht. Daher gehe ich davon aus, dass es sich bei dem Material um Aluminium handelt. Die Maße, ja, erstmal zum Gewicht. Das ist, ich habe ihn gewogen, befüllt mit Tinte und mit eingesetztem Konverter. Und da sind es 23 Gramm. Im geschlossenen Zustand ist er etwas größer als 12 cm, genau 12,24 cm. Wenn man ihn zum Schreiben öffnet, also ohne Kappe, ist er 10,46 cm lang. Und man kann ihn auch aufstecken. Also ihr seht es hier nochmal, die Kappe hält auch
gut, sie fällt nicht runter. Insofern kann man ihn auch mit aufgesteckter Kappe schreiben. Ist jetzt nicht mein persönlicher Favorit. Ich mag das grundsätzlich nicht so, aber das ist ja euch überlassen, wie ihr das mögt. Auf jeden Fall hat er dann eine Länge von 13,42 cm. Okay, was gefällt mir an ihm, was gefällt mir nicht an ihm? Sehr schön finde ich, dass er für einen Kaufpreis von ungefähr 13 Euro, das ist das, was ich über AliExpress, ich bekomme da auch nichts für, ich krieg da keine, habe da keinen Werbevertrag mit denen oder kriege da irgendwelche Provisionen dafür. Ich sage euch einfach nur, wo ich ihn erworben habe für knapp 13 Euro inklusive Versand. Das ist schon von der Verarbeitung her und vom ganzen Erscheinungsbild her ist das schon ein recht günstiger Preis. Ich finde, ist ein guter Füllfederhalter. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass man sich auch bei der Feder Mühe gegeben hat. Das ist also nicht einfach nur, ich sag mal, eine Feder ab Werk, sondern man hat speziell für dieses Modell hat man hier an der Feder da gearbeitet und das sieht schon sehr, sehr schön aus. Also gefällt mir schon wirklich gut. Man muss immer sehen, wir reden hier von einem Füllfederhalter von ungefähr 13 Euro und dafür ist das schon eine handwerkliche Leistung, die da erbracht wurde. Was mir besonders gut gefällt, habe ich am Anfang auch schon dargestellt, ist das Griffstück. Das ist also absolut rutschsicher. Da braucht auch keiner Bedenken haben, der sonst Metallgriffstücke eher scheut. Das ist wirklich sehr, sehr rutschsicher. Ich habe da noch nichts Besseres erlebt. Insofern muss man sagen, Hong Dian ist da wirklich ein guter Kugelung mit diesem Griffstück. Das hält wirklich die Finger sicher da, wo man sie haben möchte. Also perfekt. Einziges Manko, was mir aufgefallen ist, hatte ich euch ja auch schon dargestellt, das ist eben die Tatsache, dass man beim Befüllen der Tinte eben auch diese Reste noch am Griffstück hat, aber wie gesagt, die greifen sich mit der Zeit ab, sodass also da auch nichts im Aluminium bleibt. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ich habe den jetzt mehrere Monate im Gebrauch, den Füllfederhalter, und das geht eben wieder weg. Ja, als nächstes würde ich dann zu zu einer Schreibprobe, jetzt habe ich das Wort gefunden, zu einer Schreibprobe kommen und dann blicken wir noch auf ein kurzes Resümee. So, es handelt sich hier also um den Hong Dian A3 aus Aluminium. Zumindest ist das anzunehmen, weil er so leicht ist. Die Tinte ist Parker Quink. Schwarzblau. Okay, ja, dann könnt ihr selber mal zuhören, wie ihr glaubt, dass der Füllfederhalter hier auf dem Papier dann auch entsprechendes Feedback gibt. Also ich finde, das ist für eine feine Feder ein richtig gutes Schreiben. Ich finde, er schreibt, er gleitet übers Papier. Das Papier habe ich euch noch gar nicht gesagt. Das ist ein Clairefontaine 160 Gramm. Ja. Ich finde, er schreibt sehr nass. Das seht ihr jetzt auch hier dran. Von der Stärke her, denke ich, sind wir eher bei einer mittleren Feder. Große Variationen bekommt man bei der Stahlfeder nicht hinein. Aber ich denke, dass auch wenn man ihn so ein bisschen offen hält, vielleicht auch mal falsch rumhält, einen kurzen Moment, ihr seht, er schreibt gleich wieder an. Also eigentlich alles perfekt, was man sich eigentlich nur so wünschen kann. Schnelles Schreiben kann ich euch noch mal zeigen. Auch kein Problem, dann für die Leute, die das mögen, verkehrt rum zu schreiben. Bild hier ein bisschen verrutschen.
Da sind wir dann eher bei einer extra feinen. Und dann hört man auch ein deutliches Schreibgeräusch. Aber auch hier seht ihr, er hält es durch. Ich kann den ganzen Satz inklusive des vergessenen I-Punktes, kann ich hier noch schreiben. Also alles in allem aus meiner Sicht ein sehr guter Füllfederhalter. Kommen wir jetzt zum Resümee. Also hier ist er nochmal, der Hongdian A3 in seiner Aluminiumkonstruktion mit einem recht festen Clip, der aber, denke ich mal, alles gut halten dürfte. Also insofern auch nicht nur zur Zierde da ist, sondern durchaus auch funktionieren kann. Ja, alles in allem muss ich sagen, für 13 Euro, die ich dafür bezahlt habe, inklusive Versand über AliExpress könnt ihr ihn finden. Es ist ein wirklich sehr, sehr guter Füllfederhalter. Keinerlei Anschreibschwierigkeiten, ein sehr guter Tintenfluss. Mit vielen schönen Details, die man jetzt nicht unbedingt für 13 Euro so erwarten könnte. Also von mir bekommt er eine absolute Kaufempfehlung. Ich bin froh, dass ich ihn mir geholt habe und mir bestellt habe. Und ja, das war's dann erstmal für heute. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei Ink Up Your Pen.